Hallo Diana. Hallo. Freue mich, dich kennenzulernen. Ich freue mich auch. Kannst du dich mal kurz vorstellen? Ich heiße Diana Tischler und ich komme von Ungarn. Ich bin in einem kleinen Kahlgebirge aufgewachsen, im Bakonywald. Und wie du das siehst, wir sind am Neusilesegebiet, also ganz andere Gegend, wo ich komme. Und ja, ich mache in der Gegend ganz tolle Exkursionen. Cool, hört sich schon mal sehr spannend an. Und du hast ja gerade erwähnt, du bist ja Exkursionsleiterin. Wie ist es dazu gekommen? Also was hat dich gereizt an dem Job? Eigentlich, das ist ein Prozess, dass einem von der Kindheit jeder eigentlich mit der Natur sich begegnet. Also ich habe das ganz früh in meiner Familie auch, diese Naturliebe bekommen habe. Und ja, dann habe ich als Naturschutzingenieur-Diplom, mein Diplom absolviert in Sopronia Universität. Aber ich habe was vergessen, das zu sagen. Das war ein ganz wichtiger Punkt in meinem Leben. Das habe ich in Deutschland, in Rheinland-Pfalz, direkt in Neustadt an der Weinstraße, ein FSJ, ein freiwilliges soziales Jahr gemacht, in einem Waldkindergarten, in Schöntal-Kindergarten. Und eigentlich, als man 18 Jahre alt ist, dann denke ich mir, dass niemand weiß, was er in der Zukunft machen will. Ich wollte eigentlich alles machen. Es war zu viel im Wald. Und dann habe ich das gesehen, oh, das ist doch ja super, wenn ich mit den Kindern begegne oder mit den Menschen und ich diese Naturliebe weitergeben kann. Und dann bin ich eigentlich zum ersten Mal Tourismusfachmanagerin studiert in Sopron, in der gleichen Universität. Und nachher bin ich entschieden, dieser Naturschutzingenieur. Das ist eigentlich fast wie vielleicht bei euch auch die Biologin. Das ist ein bisschen so der ähnliche Fachbereich. Und ja, das ist eigentlich so, dass da mich zugeführt. Was ist dein Ziel? Also warum machst du das? Warum bist du Exkursionsleiterin? Das ist ein ganz toller, also Ökotourismus, das ist ein ganz toller Zeuge eigentlich dafür, dass die Leute die Augen öffnen auf die Naturschätze. Und ich denke mir, wenn ich nur einmal im Leben mit einer Person nicht begegne, Gott sei Dank, ich habe ganz viele Stammkunden, aber wenn ich einmal eine Chance habe, 2,5 Stunden oder 3 Stunden habe, dass die Natur, das ist egal, ob Vogelbeobachtungen oder Insektenwelt oder Pflanzenwelt zeigen, das ist eigentlich eine Chance dafür, dass ich mehr über Natur erzähle. Und das ist sehr wichtig. Man hat ja schon ein bisschen rausgehört, du hängst an diesem Gebiet, ja, am Neusiedlersee, also an diesem, auch am Nationalpark. Was würdest du sagen, ist das Besonderste daran? Also was hat dich am meisten gereizt hier? Diese Vielfalt. Also wenn ich in einem Wort das bestimmen sollte, das ist, heißt Vielfalt. Vorher, wir haben vor dem Interview auch darüber auch sehr viel gesprochen. Also das ist egal, ob ich über den Vogelwelt, Insektenwelt, Pflanzenwelt oder die geologische Gabe oder den Klima. Was ich erste Mal, was ich in meinem Leben gesehen hatte und ich sagte, ich muss unbedingt wegen dem wiederkommen, das war der Rothalsgänse. Die auf den Tundra in der Sibirien von hier 10.000 Kilometer weit, die da brüten und sie überwintern bei uns. Und damals, als ich meine Praktikumsstelle in der Sopronia Universität absolviert und geschafft habe, ich habe mit den Ökologen, mit den Attila Bellinger, einmal 3 Stück von Rothalsgänse gesehen und ich sagte, na, das wurde eigentlich mein Leben gestempelt, ich muss hier wieder zurück. Welche Kua-Produkte benutzt du? Puh, ganz unterschiedliches. Also ich habe eigentlich 3 Spektive. Den TSN 99, was ich hier jetzt auf der Schulter habe. Dann habe ich ein TSN 883. Das war eigentlich die erste, die ich benutzt habe. Das war extrem super. Bei den Anfang, ich hatte vorher, muss ich sagen, so in den Weite noch nie gesehen und so scharfe Bilder und so nah die Vögel nicht gesehen. Und ich benutze noch eine kleinere, eigentlich im Wald, weil ich führe auch nicht hier am Neusilesegebiet, sondern auch im Bakonywald und TSN 553. Das ist die Spektive. Dann habe ich ganz viele verschiedene kleine Ferngläser von 8x32 bis von SV 1. und 2. Serie, von BD 1. und 2. Serie bis 10x42. Ja, also ich habe, und was ich eigentlich jetzt auch anhabe, das ist der neue, der Genesis 8x33. Ist auch ganz toll. Also die Frage ist schwierig zu beantworten, weil
Ich habe ganz viele Gäste auch von Familien. Ah, apropos, ich habe eigentlich für Kinder diese Jung, für Junger, auch für Kinder diese kleine, benutzerfreundliche, kleine 8x33. Ja, also ganz viele verschiedene habe ich. Eine ziemlich weite Produktpalette. Okay, und was gefällt dir am meisten an unseren Produkten? Ja, oh, vielleicht das wäre der einfachste zu beantwortende Perspektive. Da eigentlich eine Hand, also eine kleine Fernglas, kann nicht so viele schaffen wie eigentlich ein Spektiv, selbstverständlich, weil hier am Neusiedler See, wir haben ganz weite. Und du siehst eigentlich, du kannst, wenn ich zum Beispiel eine Exkursion mache, dann ich sehe eigentlich, aha, das ist diese Art, kann es sein, aber wenn ich zum Beispiel, das sehe ich, das beringt ist, das ist ganz toll, mit dem Spektiv selbstverständlich zu beobachten. Okay, das heißt, für die Weite, und was gibt es noch weitere Merkmale, die dir gefallen, also worin sich dann unsere Produkte unterscheiden? Qualität, also das ist echt benutzerfreundlich, also das und wasserdicht, weil manchmal auch bei den Regnern ich das benutze. Wenn zum Beispiel bei Kindern passiert manchmal, dass sie das runterfallen lassen und es passiert nichts. Einfach, das ist super, also das kann bei einer Exkursion alles passieren. Und ja, und selbstverständlich ganz scharf, also wenn ich da reingucke, dann an der Rände, das kann ich nicht besser erklären, aber an der Rinde ist auch ganz scharf. Und jetzt sehe ich mit anderen Produkten, was ist eigentlich der Unterschied. Bei Kova gibt es so Probleme nicht. Okay, das ist gut zu hören. Ja, eine Qualitätsprogramme kannst du nur mit den Qualität der Programme machen. Weil das Ziel ist, wie schon gesagt, das alles so zeigen, wie das ist. Und mit den Kova kann man das perfekt, das alles zuschauen und beobachten. Ja, was sieht man auf deinen Exkursionen? Während deiner Exkursion sieht man ganz vieles. Eigentlich bei dem Anfang, dass ich mit den meine Gäste treffe, für mich das vor allem das Wichtigste, dass ich vor einer Karte stehe und das eigentlich über die Geologie, den Klima, über den Wassersituationen, also alle darüber erzähle, weil sieht man das ganz komplex, wie eigentlich der Gegend entstanden, was eigentlich bis heute, was damals beeinflusst hat, was heute beeinflusst, wie kann eigentlich dadurch auch die Natur trotzdem weitermachen und weiterleben und wie eigentlich die Gegend, die Bauern und den Nationalpark benutzt. Und ich sage immer meine Gäste, wenn eine Vogelart, zum Beispiel jetzt gerade hinter uns die Graugänse, warum brüten die da? Die brüten da, weil die bestimmte Naturschutzfläche, die unter den Strengschutz und sie können ganz in Ruhe brüten und sie haben genügend zu fressen, wie zum Beispiel jetzt gerade sie maden diese ganz frische Grasen. Das hängt alles davon ab. Also ich möchte, dass meine Gäste oder die bei mir an Exkursions teilnehmen, dass sie das, diese Komplexität zu verstehen. Ja, du hast ja auch einen Smartphone Digiscoping Adapter. Ja. Benutzt du den während deiner Exkursion, auch privat? Ja, selbstverständlich. Also ich nehme das immer mit und das ist immer so, wenn ich nicht dabei habe, dann ich hatte den Chance verloren, aber ich bin echt dran, dass ich immer dabei habe. Und während den Exkursen oder auch dem privat einfach so rauskomme, ich benutze das immer. Und ich möchte alles verewigen, auch nicht nur für den Social Media oder für mich oder später kann ich dann benutzen oder sogar auch so Naturschutzprojekte zu helfen. Umweltschutz ist eine wichtige Sache. Wie treibst du das ganze Thema konkret voran? Ich mache Kindercamp, also Naturschutzcamps für Kinder. Und ich probiere es auch dadurch, den Ökopädagogen mehr empfindlicher die Kinder machen und dadurch auch die Erwachsenen. Ich führe zum Beispiel in Hegykő, auf Deutsch heißt diese Ortschaft in Ungarn Heiligenstein. Da habe ich mit der Gemeinde eine Kooperation und ich führe dort ein touristisches Büro. Und das ist eigentlich auch ein Stammpunkt, ein Zentrum von der Neusiedler See, von der ungarischen Seite. Und dort kann ich auch nicht nur über die Programme oder für die Sehenswürdigkeiten die Leute
informieren, sondern auch zum Beispiel zeigen im Garten. Wir haben angefangen mit den Kindern eine naturnahe wilde Garten zu schöpfen. Ja, und wie ich auch lebe. Also das ist auch ein Beispiel. Wenn jemand mich fragt zum Beispiel, am Ende der, weil es wird auch bei den Exkursionen, es geht nicht darum, was wir jetzt momentan sehen, was unsere Verantwortung ist. Und das ist für mich sehr wichtig. Zum Beispiel, jeder denkt in dieser Erdkugel, dass wir sind allein. Nein, wir sind 8,5 Milliarden und jeder denkt, dass ich bin nur allein. Das stimmt gar nicht. Schau mal, die Ameisen, sie schaffen so vieles. Wir sind wie Ameisen, aber ein bisschen größere. Und das ist unsere. Und die Natur und Exkursion, das ist eigentlich ein Zeuge, dass das verstehen lassen. Und zu guter Letzt, was sind deine Ziele? So, das Ziel ist, die Naturliebe weiterzugeben. Egal wie, aber das soll man. Das ganz nah sollen wir zur Natur bringen, die Leute. Es sieht so schon mit dem Klimawandel so aus, dass wir hängen mehr von der Natur ab. Und die Natur vielleicht und die Erdkugel wird weiterleben, aber wir haben nur eine Chance. Wir müssen alles probieren und bis ich noch lebe, und das ist eigentlich mein Schicksal, ich muss das machen. Alle von uns, das ist die Verantwortung. Wir haben das als Geschenk bekommen und wir sind dafür verantwortlich. Und wenn jemand dieses Gefühl nicht hat, dann muss dann aufwecken. Mit dem Beispiel. Ich denke, mit dem Vorbild, gute Beispiele und Vorbilder zu zeigen. Ich probiere zum Beispiel auch mit den anderen Exkursionsleitern auch kooperieren, die auch den gleichen Philosophie haben und Wissen, oder sie haben auch da etwas fachliches Wissen im Hintergrund. Und ich hoffe, dass ich kann einmal in meine zukünftige Zeit eine kleine Branche, ein Team bauen, mit denen ich das zusammen machen kann und einfach mitfreuen, zusammenfreuen und jedes nach seiner Gabe einfach das weitergeben und zu den Folgenden und mit den Nationalparks zusammen, weil wir sind nicht gegeneinander, wir sind zusammen. Danke, Diana, dass du uns deine Geschichte erzählt hast und auch für deine ganzen Erkenntnisse. Danke. Es hat viel Spaß gemacht, viel dazugelernt. Danke vielmals, echt, das war für mich eine große Chance wieder, dass ich das darüber erzählen durfte. Dankeschön.